Kekse und sogar mit Weihnachtsmotive. Möchte jemand einen? Danke, ich muss auf meine Linie achten. Mäuel gibt's nämlich ganz. Mit Rotkraut und Klöß? So, selbstverständlich, genauso wie Karin sie mir gemacht hat. Mein Gott, wollt ihr mich umbringen? Das sind ja Ingwerkekse. Ja, aber der schmackhafte. Ich hab doch Ingwerallergie. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Wenn es auch irgendeine Allergie gibt, die keiner hat, Joachim hat sie. Mein Zoo ist nicht schon angeschwollen. Ja, was weiß ich, bin ich Arzt. Wie dick war sie denn vorher? Ja, zeig schon mal her. Als ich das letzte Mal ein Stückchen Ingwer gegessen habe, war die so dick wie ihr Kopfkissen. Ich konnte 2 Wochen nicht sprechen. Das lässt hoffen, nimm doch an. Kannst du mal damit aufhören, Mensch? Sag mal schon mal was. Somewhere over the rainbow. Und jetzt stell dir vor, deine Mutter sitzt in der. Was? Deine Mutter! Bist du wahnsinnig? Die wird sich ja nie im Leben so unzüchtig treiben angucken. Die wird ja schon rot, wenn die mir mal ein paar Hähnchenschenkel braten soll. Du sag mal. Ich werde aber bestimmt einwandfrei Tina Turner, oder nicht? Ohne Fragen. I'm simply the best, better than all the rest, better than everyone. Du hast mit der Apotheke und so den Zopf. Nein, wieso? Weil mein Nasenspray schon wieder lebt. Und nur Paul, zeig jetzt, wie das geht. Dann kriegst du es auch bezahlt. Also der Kleinholz ist mein Chef. Ja, was die Arbeitgeber sagen, junger Mann, das wissen wir schon lang. Das juckt uns aber nicht. Das interessiert uns auch nicht. Sondern was die tun, das interessiert uns. Ja? Selber abkassieren. Abkassieren, das tun die beide nicht. Hallo, Bedienung, bin da? Hallo, ach, ich grüße Sie, mein Herr, ich grüße Sie. Eine Frage, sind Sie im Besitz einiger Fantasie? Oh, Fantasiestoffe im 2. Stock. Ja, die ist ja nun nicht. Ich fragte, ob Sie im Besitz von Fantasie seien. Beispielsweise können Sie sich hier auf meiner rechten Schulter sitzend und singend einen Stieglitz vorstellen. Oh, eher schlecht. Schlecht? In der Tat schlecht. Ein Stieglitz hier auf meiner Schulter. Kommt Ihnen nicht bekannt vor? Nein. Naja, mit Vögeln haben Sie in dieser Branche wohl eher weniger zu tun, nicht? Womit kann ich denn dienen?
Dienen, dienen, niemand ist niemandes Diener. Aber ein anderes, stellen Sie sich vor, ein junger Mann kommt zu Ihnen. Dieser Jüngling hat genügend Mäuse und die Damen stehen Spalier. Jetzt hat der so eine Marie wie Sie und wünscht dich komplett neu einzupuppen. Vom Scheitel bis zur Sohle, alles neu. Welche Stoffe würde dieser Jüngling wählen? Das müssten aktuelle Stoffe sein, aber wichtig ist, dass die Hose weit geschnitten ist. Ja. Und das Jackett auf Taille, das müsste ich Ihnen mal zeigen. Ausgezeichnet, her damit, ja. Avanti, avanti, ja. La vie, den Grand Aventur, alle, hopp. Hopp. Ja, aber natürlich. Aber ja doch, Sie sind doch der Herr Schlüter. Ich hab Sie doch im Kino gesehen. Sie sind der Schauspieler Walter Schlüter, dass ich das nicht gleich gemerkt habe. Na endlich, aber Werner Schlüter. Werner Schlüter. Aber ja, bitte verzeihen Sie nicht Walter, sondern Werner Schlüter. Ja doch. Und in welchen Filmen haben Sie mich gesehen? Leider nur in einem. Aber ja, der spielt in einem Zirkus. Alle, hopp! Und? Ja, richtig. Auf Ihrer rechten Schulter, da saß wie so ein Todesvogel ein Rabe. Ein Stiglitz. Bitte? Ja, ein Stiglitz. Ja, richtig. Ohne Leibe bist du null und nichts. Wie eine Fliege von der Scheibe wirst du weggewischt. Ohne Knete in der Hose stehst du machtlos da. Und der Spießer ruft die Nase. Rückst du ins Bad. Und ganz schnell schafft die Gesellschaft Menschen auf den Müll. Wenn du hungerst, halt die Fresse. Denn sonst kriegst du den Kompresse. Und das mit dem Brüll. Stellst du nicht zum Stempeln an, wird das Leben nicht erhoben. Wer hat dich, du armer Mann, abgebaut? Hat dich, du armer Mann, abgebaut, so hoch da oben. Kommt ran, es gibt was zu tun hier. Das Ding da, das muss vor den Tunneleingang. Wozu denn? Da hinten stehen zwei Wagen mit Flugbenzin. Wenn da einer reinschießt, fliegt alles in die Luft. Sollte denn hier einer reinschießen? Na, mit einer Marauder vielleicht. Marauder? Was ist denn das? Sag mal, jetzt machen wir so viel Fliegererkennungsdienst und ihr wisst nicht, was eine Marauder ist? Na klar, Marauder sind die schnellen Bomber für Punktziele. Die haben uns doch schon ein paar Mal bombardiert. Aha, Schlauberger. Und? Weißt du auch, wie so ein Ding aussieht? Eine Marauder hat einen runden Rumpf und zwei tief hängende Sperrmotoren. Wenn du mal groß bist, kriegst du von den Amis eine Geschenk. Los, räumt das Ding jetzt da weg. Sag mal, was sitzt ihr denn hier rum und haltet Maul, Affenpfeil? Ich hab doch gesagt, ihr sollt vor an die Brücke kommen. Kampfkommandant Rohr, Festungsbereich Remagen, Unteroffizier Faust. General, Hopp und Radke. Nein, der ist auf der Brücke zur Besichtigung der Sprengvorbereitung. Jawohl, Herr General. Werde ihn sofort holen. Los, abhauen! Hopp und Radke holen, sag ich! Herr General, ich habe nach Hauptmann Radke geschickt. Jawohl, Herr General. Nein, Herr General, es kann sich nur um einige Minuten handeln. Jawohl, Herr General. Ja, sofort, Herr General. Auf den Marke, General Bosch.